Wir sagen herzlich willkommen zurück zu Escape from Delirium. Wobei es uns nicht ganz klar ist, ob wir aus diesem Delirium jemals wieder rauskommen. Wir haben gerade eben offscreen noch besprochen, irgendwie ist es völlig... entbehrt dieses Spiel völlig jeder Logik. Ihr könnt euch noch an den Anfang erinnern. Wir sollten das Zeug in dem Mordprozess aussagen. Yes. Haben die irgendwie völlig aus den Augen verloren, oder? Ja. Mit unserem Guybrush. Guck uns noch mal an, Guybrush. Nein, er will uns nicht angucken. Ist das hier eigentlich? Nichts. Okay, wir können ja vielleicht mal mit diesem etwas wirbeligen ADS-Geist uns unterhalten. oder ihn beißen. Ich finde dieses Gebiss so wunderschön. Okay, versuchen wir es mal. Hi. Wer macht? Kannst du machen, Steffi. Es ist lange her, dass ich ein intelligentes Lebewesen gesehen habe. Ja, da siehst du jetzt aber auch keins. Eben. Kein Mensch ist jemals bis hier vorgedrungen. Oh Gott. Wie kann ich dir denn nun dienen? Magst ein Abo haben? Nein, nein, nein. Ich suche einen mysteriösen Ring. Ein Ring also. Ich bin der Wächter des Rings. Oh, zufälligerweise. Wie praktisch. Ist das nicht toll? Komm, dann hast du doch bestimmt nichts dagegen, ihn mir zu geben, denn ich bin der Auserwählte. Du bist der Auserwählte. Ja. Ich würde ihn dir ja echt gerne geben, Kumpel. Aber, ups, er hat ihn verschluckt, Entschuldigung. Er hat gesagt, er hat ihn verschluckt. Oh, shit. Genau. Ja, lass noch mal gucken. Wer bist du denn jetzt? Sag doch noch mal. Ich klick mal nix, dann warten wir. Ich bin ein Geist. Ach was, echt? Der Geist. Was? Zuvor war ich ein Kranich. Oh, der war Kranich bei den Ibikus. Okay. Und noch? Aber jemand hat mich verflucht, für immer hier zu bleiben. Oh Gott, wie tragisch. Ein Geist zu sein ist doch nicht schlecht. Du musst ein Geist sein in dieser Welt. Schächt, genau, du hast recht. Warum ist das nicht Schächt? Das ist nicht Schächt, weil du niemals hungrig bist. Hast du eine Ahnung? Ach, sag, ehrlich. Ach, sag ja auch noch. Manchmal bin ich nahe am Verhungern. Wirklich? Als Geist? So durchsichtig und grau? Früher bin ich zum See geflogen, um zu fischen. Gegangen. Ich liebe Fische, aber es sind keine mehr übrig. Ich muss von Ungeziefer und so einem Zeug leben. Das ist also furchtbar. Mein Gott, ich heule jetzt gleich fast. Es tut mir ja schon wirklich leid, das zu hören. Vor allem Leben. Und ja. Geist. Ist schon recht. Und leider. Noch was? Das hatten wir alle schon. Nee, das hatten wir alle schon. Okay. Also, auch ja, genau. Bye-bye. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Lieber Besucher. Na gut, also ich fürchte, der wird uns den Ring nur geben. Er hat ihn aber verschluckt. Ja, das ist ja lustig, ein Geist verschluckt einen Ring. Ja, wir fragen uns nach der Logik in diesem Spiel ja nicht, ne? das heißt, wir sollten irgendwie dem einen Fisch angeln. Lass mal gucken, was haben wir denn im Inventar? Ich bin ganz vorne. Ein Krokodil. Haben wir ein Krokodil. Gib ihm Pimpel. Ja, da kannst du den Ring rausholen. Genau, kann man rausholen. Gib Pümpel an Geist. Nein, das gehört mir. Das gehört zu mir wie der Pümpel. Wo haben wir denn das Tuch eigentlich hier? Keine Ahnung. Also ich blick das Inventar sowieso nicht. Wir haben eine Perle. Wir haben eine Weidenrute. Wir haben auch irgendwo eine Kordel. Ja, hier. Genau. Wir haben eine Kordel. Das kann man ja schon mal machen. Und eine Weidenrute. Jetzt haben wir eine Angel.
Toll, eine schöne Angel ist daraus geworden. Jetzt müssen wir da aber erstmal wieder raus. Jetzt geh mal. Das ist echt der Moment, in dem aus diesem Spiel ein Harvest Moon wird. Jetzt gehen wir angeln. Und danach gehen wir unser Feld bepflanzen. Genau, wo kommen wir denn hier eigentlich hin? Ah ja, und rauf, genau. Ja, wir haben nur leider keinen Köder. Und unsere Würmer haben wir ja dem Vogel gegeben, ganz am Anfang. Könnt ihr euch erinnern, den ich abgeschossen habe? Ja, stimmt. Ja, Nest. Den hast du abgeschossen und dann... Wo geht's? Ach, da. War das nicht so gut, ne? Das war, weiß ich nicht, aber ich habe mir das Nest nicht näher angeschaut. Erbis nicht. Wo geht's denn hier raus? Da unten ist es, ne? Zum Aufzug, da. Genau, und ich glaube, jetzt muss ich hier doppelklicken. Ja, wunderbar. So, ja, ich habe mir aber das Nest nicht näher angeschaut. Und vielleicht ist da ja noch irgendwas drin, was wir brauchen können. Ah, er schwimmt automatisch, das ist aber nett von ihm. Ja, jetzt ist meine Musik auch, ach, jetzt ist die wieder ganz unten. Das ist komischerweise immer, Sekunde mal, wenn ich die Aufnahme anmache. So, jetzt hören wir sie wieder. Sorry, dass mir das immer erst so spät auffällt. Das ist bei mir auch so mit Windows 7, ne? Ja, ja. Ja, so spinnt da das System so, ein bisschen. Also wenn du es aufmachst, dann dröhnt dir das um die Ohren. Aber sobald du die Aufnahme startest, ist der Ton irgendwie weg. So, wir gucken uns nämlich jetzt nochmal hier dieses Nest, da wollte ich hin, näher an. Ein Nest. Ha, da sind ein paar Würmer drin und ein silberner Ring. Toll, das nehmen wir uns doch auf der Stelle. Cool. Ich nehme nur die Würmer und den Ring mit. Ja, tu das. Wir haben, wo sind jetzt die Würmer? Die binden wir gleich an die Angel. Genau, Steffi und ihre Regenwürmer. Juhu. Sagst gar nichts. Ja, die armen Regenwürmchen. Aber ich habe dir ja so ein schönes Regenwurmlied gesungen. Genau, ja, das stimmt. Das muss ich sagen. Ne? Wo könnten wir denn angeln? Irgendwo, wo es Wasser hat. Ja, also es gäbe ja hier Wasser. Können wir ja mal versuchen. Da drin. Ja, genau. Ich weiß allerdings nicht, ob das gelingt. Wir versuchen das mal. Benutze Angel mit... Nee, gar nichts. Nee, macht er nicht. Okay, das war doof. Wo haben wir noch Wasser gesehen? Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Mir aber zum Glück. Ich weiß noch wo. Du weißt noch wo? Ja. Alles gut. Es war auch nicht so ganz furchtbar logisch, dass man da in diesem Tümpel nicht... aber guck mal, hier ist ein Brunnen. Gehen wir in einen Brunnen angeln. Wir gehen jetzt in Brunnen angeln und ich hoffe, das wird was. Gucken wir mal. Ah, er macht was. Ja, lass mal gucken. Das ist ja total. Er hat einen Fisch. Ach was. Im Brunnen sind Fische. Im Brunnen sind Fische. Dann das kann ist man, zu wissen. Mit dem Wasser kann man da gleich sein Abendessen angeln. Das ist doch praktisch, oder? Was frisst der da drinne, hey? Würmer? Weiß ich nicht. Da fällt ja auch so einiges rein. In so einem freien Brunnen fällt immer was rein. Wir hatten in unserem Haus im Elsass auch einen Brunnen und den mussten wir abdecken, weil da sonst immer so Blätter und Insekten und was da alles drin war. Alles Mögliche. Aber das Wasser war richtig toll. Cool. Also das habe ich auch gerne getrunken. Das war richtig toll. Das musste man dann nur filtern. Aber ansonsten war es klasse. So, jetzt hat doch der gesagt, der hat den Fisch verschluckt. Ich fürchte, wenn wir ihm den Fisch nur so geben, dann bringt uns das nicht weiter, weil der müsste ihn irgendwie auskotzen, oder? Ja. Ja, schneller ist auskotzen, weil bis er den verdaut hat, dauert uns zu lange. So lange wollen wir das nicht spielen. Wir hatten doch noch was mit dem Koch. Da gab es doch noch irgendwo einen Koch. Wisst ihr das noch? Ja, stimmt, ja. Der Johann Lafer-Typ. Von der SWR3 Grillparty. Genau, hier in dieser Tür wohnte doch der Koch. Was ist das da oben eigentlich auf dem Dach? Ach so, das gehört zum Schild. Ach, jetzt habe ich die Tür zugemacht. Na, ganz toll. Die war offen. Okay.
Gut, das sollte man auch erkennen. Da schwimmt immer noch der Wurm. Dieser, also das finde ich ja auch furchtbar hier. Dieses arme, aufgespießte Kaninchen. Ja. Wow. Ja, es ist grässlich. So, jetzt überlegen wir mal. Und wieso zur Hölle ist die Pampe immer grün, was die haben? Keine Ahnung. Immer weil sie grün. Es ist nie was andere Farbe. Nee, in fast jedem alten Adventure-Spiel ist das so. Und in Zeichentrickfilmen auch gerne. Ja, das stimmt. Der Eintopf stinkt, er weiß es, das hatten wir schon. Der grüne Eintopf stinkt. Entschuldigung. Ja. Hi, hatten wir das schon? Slomi? Hallo, ich hoffe, du bist gekommen, um gut zu essen. Lecker. Nee. Also wir müssen, der wollte ja Geld haben für seine Suppe. Aber wir haben noch kein Geld, wir haben nur eine Perle. Oder vielleicht können wir den silbernen Ring andrehen. Lass mal gucken. Nein, der gehört mir. Okay. Der gehört zu mir. Wieder Name, Name. Du musst das Video echt, der gehört zu mir, nennen. Er gehört zu mir. Würden Sie mir dafür eine Schüssel Suppe geben? Natürlich nicht. Perle. Doch. Hier hast du deine Suppe. Das lecker. Ist doch klasse. Und jetzt, stinkende Kotzbrühe. Suppe. Das Zeugs ist grün und stinkt. Hey, das ist doch genau die richtige Brühe für den Fisch. Ja. Genau, armes Fisch. Ha, ha, ha. Guck mal. Suppenfisch. Nein, der lebt nicht mehr. Der ist jetzt schon so lange in der Luft. Okay. Dann auf, zurück zum Geist, wenn ich den noch wiederfinde. Oh Gott, wo war der jetzt? Ganz hinten, ganz unten, ganz rechts, außen. Und der elektrisiert sich hier immer noch selber. Guck mal da oben hier. Gleich kommt ein Monster raus, wie bei Frankenstein. Das müssen wir, den brauchen wir, glaube ich, auch noch. Diesen Presslufthammer Bernhard. Was ist eigentlich ein Doom? Ist das ein Doom-Monster oder was? Ja. Ich denke mal. Ja, ne? Okay. Sieht so aus. Und den haben wir getötet hier? Oh meine Güte. Den haben wir nur von seinen Leiden erlöst. Damit Killer-Spiel. Das ist ein Killer-Adventure, ist das. Aber echt, und was da Leichen in der Gegend rumhängen und rumliegen überall. Überall Leichen. Mhm. Hier im Bus ja auch, aber die hatten wir uns schon angeguckt. Mache ich jetzt nicht nochmal. Und die schönen Sternchen, ja. So, dann also mal geschwinde wieder rüber. Warum muss der eigentlich für dieses kurze Stück tauchen? Der ja, das kann frage ich mir eigentlich auch. So da rein. Ich glaube, das war rechts hier, ne? Ja. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Doch, genau. Jo, da musst du mal runter. Ja, und auf ihr habt. Das kann man eigentlich auch mal aufs Biomärchen tun hier, ehrlich, diese ganze Lauferei. Vielleicht mache ich das auch. Das dann gebe ich mal komische Geräusche von hier. Da waren wir doch schon unten. Da waren wir so ein Eisding. So ein gefrorenes Objekt, wo wir noch nichts mit anfangen können. Weil es gab ja in dem Supermarkt einen Föhn. Ah, ja. Und der wollte die aber Geld für haben. Also irgendwie müssen wir auch noch an Geld kommen. So, mein lieber Geist. Hier, nimm den Fisch und kotz mir nicht auf die Schuhe. Hier, ich habe einen frischen Fisch für dich. Frische Fisch aus Fritz. Das war echt ins Gesicht rein, mitten in die Fresse. Aber wirklich, was sagst du jetzt, du alte Mistgurgel, du? Ich hab nämlich den mystischen Ring. Den Ring. Großartig, großartig. Jetzt denke ich, ist die Zeit gekommen, dir die Bedeutung des Rings zu erklären. Oh scheiße, ich hatte gehofft, die Bedeutung dieses Spiels, aber okay. Der Schlüssel zur Festung des wahren Wächters. Aha. So, und was ist der wahre Wächter? Aber der Wächter ist nicht mehr am Leben. Wir haben es befürchtet. Eigentlich will ich nach Hause. Ich muss als Zeuge in einem Mordprozess aussagen. Das heißt, er ist tot. Ja, so wie ich fast auch. Oh und Gott. Da du der Erwählte bist. Ich will nicht der Erwählte sein. Ist es deine Aufgabe, ihn wieder zu beleben? Na oh toll. Oh mein Gott, ganz klasse. Sehr schön.
Ich soll ihn wiederbeleben? Wie bitte? Oh Gott, nochmal. Wo bin ich hier reingeraten? Nein, du musst ihn wiederbeleben. Ich habe aber keine Lust. Du bist der Erwählte. Ist mir egal. Aber wie soll ich das denn anstellen? Ich bin aus. Keine Sorge, es ist nicht so schwierig, wie du denkst. Mund-zu-Mund-Beatmung. Also auf. Du musst sein Herz, seinen Geist, seine Gehirne und seine Skelette finden. Herz, Geist, Gehirn und Skelett. Können wir uns das merken? Ja, ne? Ja. Herz, Geist, Gehirn, Skelett. Nö. Erst ins Herz, zweitens Geist, drittens Gehirne. Die kannst du uns ja aufschreiben. Ah. Ja, das fragt er jetzt auch. Schreib mir das doch bitte auf. Wir können uns sowas nicht merken. Wir sind alle drei dement. Okay, wenn sein. Okay, danke schön. Nein, ich war nicht an der Entwicklung des Spiels beteiligt. Ich suche unsere Tempel. Okay. Den Rest wirst du schon selbst rausfinden. Stell dich nicht so dummer an. Sei doch nicht so doof zu mir. Na gut. Okay, auf jeden Fall haben wir ja... Slowmi, Einkaufszettel. An was erinnert uns das wohl wieder? Das erinnert mich ja an Monkey Island. Aber total, ne? Eis und ein Skelett. Naja, gut, wir mussten damals von der Schacken... Haare und alles sowas finden. Ja, aber es ist schon doch sehr Ähnlichkeit. Genau. Sehr viel Ähnlichkeit drin. Ja, ihr Lieben, was wir mit diesem Einkaufszettel anfangen, das erfahrt ihr natürlich erst in der nächsten Folge. Genau. Ne? Bis dann, bleibt dran. Ciao. Bye bye.